Warum wollen denn jetzt alle Leute diesen Dark Souls-Stream hier kommentieren? Ihrer Fenstergeist von K-Pop-Schreck ist eingefallen. Ich bin noch nicht mal. Ich musste gerade noch das Spiel noch starten, ich bin noch nicht mal in der Nähe. Das ist ja schrecklich. Ach, heute ist Mittwoch. Ja, heute ist Mittwoch. Warum ist das so schlimm? Ja, Mittwoch. Ja. Aber aktuell spiele ich mit Alex. Ja, aktuell spiele ich mit Alex Dark Souls 2, weil wir sonst nie irgendwas zusammenspielen, weil wir ja kein H&G mehr suchten, wie früher immer. Und das war doch der Multiplayer-Mittwoch. Also ein Spiel des Multiplayer-Mittwochs jetzt geworden. Ja, quasi, aber sonst spielen wir doch mal in einer größeren Runde wie War Thunder, aber keine Ahnung. Oder Rainbow, wo man doch mehr zu zweit spielen kann. Das ist jetzt eher so der Koop-Mittwoch, was eine ganz schlechte Alliteration ist. Was ich gar keine. Ja. So, ich, packen Sie da auf den Kienstag? Der zeigt sich nicht, vielleicht später. Ja, es liegt hier vorne, also am Eingang halt. Vielleicht Koop-Kienstag? Na, ich weiß nicht, ob das passt. Meinst du nicht? Ja, ich bin da kein Fachmann für. Soll man vielleicht noch eine Zusatzausbildung hinterher werfen? Hast du einen Flachmann? Nein, leider auch nicht. Oder ist er? K-Pop-Strike, grüß dich. Hallo. Ich bin auch gleich da. Wahrscheinlich backsteppt er mich gerade in dem Moment, in dem ich hier erscheine. Oder ist er? Das ist ein irrer Finstergeist, na toll. Ja. K-Pop-Strike finde ich gut. Ich will also sich mit dir duellieren, weil wenn er dich killt, dann kriegt er seine Belohnung dafür abhauen. Dann kloppt euch mal. Geh mal in die anstoßenden Position. Er leckt ein bisschen leicht. Signalisieren, dass ich nicht eingreifen möchte. Okay, er leckt nicht nur ein bisschen leicht. Aber er macht überhaupt keinen Damage. Was ist denn mit ihm? Hä? Yo. Hallo? Darf ich noch was machen hier? Oh, ich habe keine Pfeile. Ups. Was machst du mit der Fackel? Was machst du denn? Einfach um Präsenz zu zeigen. Ja, okay, fair. Bist du das, Daniel? Nee, ich hab kein Dank Souls. Sagen wir, dass du es gekauft hast, um Burnout zu trollen. Hä? Hallo? Guten Tag. Das ist dumm, er leckt halt. Ja. Ich lass mich jetzt von ihm töten, das ist dämlich. Meins ehrlich, er leckt komisch rum, steht auf einmal hinter mir und. Kannst du mich gleich nochmal neu beschwören? Ja. Dass die Leute auch immer mit ihren komischen Timbuktu-Ping hier denken, sie müssen was machen. Ah, das ist kein Internet. Ich glaube auch, dass. Vielleicht haben wir diese Crossplay-Option an. Weil es gibt noch regionsübergreifendes Spiel. Moment. Aus. Ich habe keinen Sprachchat. Mach das mal aus, ganz oben in dem Menü. Ja. Vielleicht kriegen wir dann Leute mit bisschen besserem Ping. Obwohl du das ist eventuell auch einfach daran liegt, wie Dark Souls gebaut ist, weil bei mir hat es zwischendurch auch schon mal. Du hast bei mir auch schon so ein bisschen leicht rumgeleckt. Manchmal, okay. Wenn ich in deiner Welt bin, sind manchmal die Mobs auch nicht ganz so 100% stabil. Gut. Wie es meiner Schulter geht, immer noch ein bisschen gezerrt. Ärgerlicherweise. Kommt auf, wenn man 30 ist. Zum Wohl. Rasit. 30. Ja. Fast schon tot. Ja, wirklich. So ist es. Kann sich ja an deinen letzten Tagen erfreuen. Ja, deswegen spiele ich ja mit Alex nochmal. Ein letztes Mal nochmal Dark Souls. Genau. So, let's go. Die habe ich schon geboxt hier. Die Maske habe ich auch schon. Das ist also dein letzter Sommer. es sind nur noch wenige gute Sommer in mir. Na, wollen wir sehen, dass du den Winter noch überlebst. Das Item, bis da rumliegt. Was gibt's da? Egal, Hauptsache was gratis. Gift. Ja, Gift ist. Ja, ist. Oh nein, ich bin vergiftet. No! Ja, das ist Nun, ist okay. Das war wohl nicht vermeidbar. Auch kurz oder lang nicht mehr. Also wenn ich ein größerer Hort zu diesen Viechern haue, hey, ein Resub, wuhu, Geld, vielen Dank. Wenn ich ein größerer Horden reinhaue, heile ich mich sogar wieder hoch. Das ist gut. Weil ich doch immer noch diesen Drecksring habe. Hier ist eine Kolonie Schnecken. Ich finde irgendwie nur mal eins der Schnecken. Das ist gut, dass Alex immer Schnecken tötet.
Bist du nicht auch. Du als Gartenbesitzer müsstest dich doch da eigentlich auch auskennen mit Schnecken. Es gibt gute und böse Schnecken. Ich glaube, alle sind böse Schnecke. Wie hast du mich genannt? Und alle Schnecken haben ihre Bewandtnis. Ja, sicherlich. Also wir müssen eh da hoch noch kurz, ne? Ah, ja. Warte. Ich meine mal gelesen zu haben, dass Mücken tatsächlich keinerlei biologischen Sinn haben. Die kann man gut und gewiss nicht töten. Die soll nicht nerven. Und doch, krank klar. Machen. Artenregulierung durch Krankheit. Wo bist du denn? Ich würde hier oben kurz zur Klingel hochlaufen. Zur Klingel? Ding dong! Ja. Komm, ich hab mir was Neues besorgt. Eine helle Bade? Nein, es ist Schmerz! Achso, du hast irgendwie Dreckszaubersprüche. Oh, der hat was. Hat er? Faulnis Guru-Speer. Soll ich nehme mal nicht an, dass ich hier diesen Hebel für dich drücken kann? Nein, kann ich natürlich nicht. Nee. Jetzt muss ich diese. Kann ich diese Sequenz abbrechen für mich? Ja. Nee, ich hab sie abgebrochen. Okay. Macht immer der Captain Commander hier. Er hat eine Doomkugel nach mir geworfen, ich finde das nicht fair. Dafür hast du ihn totgeschlagen. Das ist nur angemessen. Für sein widerwärtiges. Ja, er wusste auf was er sich einlässt. Na, ich denke auch, als er in diesen Sumpf gezogen ist. Ja. Das ist ein Sumpf, aber auch ganz normal, dass man seine Gäste mit Kacke bewirft und das war eigentlich eine Einladung. Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ich erinnere an den Sumpfgruß aus Ark. Was? Das ist nicht die Art. Gute General-Code-Gesicht. Tod und Verderb. Ich hab hier was für dich. Es ist Heilung. Achso, ich dachte, ein Heiltrank. Die nehme ich natürlich auch gerne. Ja, die habe ich hier nicht. Und wo war doch hier noch eine Ecke, wo noch so eine, diese Basilisk-Viecher rumrannten, oder nicht? Ja, ja, da muss man, wenn man raus zum Tor rauskommt, nach links laufen. Da ist die Ekel-Ecke. Warum ist da dieser Sumpf, wo du nicht rennen kannst, sondern nur so Slow-Roll hast? Oh, der Typ ist ja schon da. Ja, der große Trick bei den Dings beim Slow-Rollen ist, dass du die... Der Dolch hat so eine Quick-Step-Attacke, die du auch ohne Mana machen kannst. Ah. Macht zumindest kein Damage. Und dann kommst du tatsächlich mit am schnellsten durch diesen Drecksumpf durch. Das ist geschickt. Warte mal, lag hier nicht irgendwie Knochen, Markus? Ich habe das, glaube ich, gar nicht eingesetzt. Kohle des Weisen ist hier. Ah, ne, gut, die habe ich aber auch noch nicht eingesetzt. Kann man schon mal, glaube ich, die ersten sinnvollen Verzauberungen machen für Mages. Ja, du kannst... Die konnte. Okay, hier war nichts mehr, dann sind wir einfach hier lang, ne? Ja, die kann halt einfach nur heilig machen, denke ich. Ja, okay. Ich guck mal da gleich nachher. Oder wahrscheinlich auch Kristall, weil wenn das die Kohle des Weisen ist und wir gerade die Kristallweisen gelegt haben, nehme ich mal an. Ich bin schon wieder vergiftet. Ugh. Das wäre Big Smart. Ach, das ist der Assi. Ja, den kriegen wir tot. Mag ich nicht. Da kann ich mich an ihn ranschleichen eigentlich. Ja, anscheinend nicht. Ja, oder du wirfst ihn halt einfach in den Pfotten. Ja, der killt mich halt komplett. Tötet er dich? Nein, du überlebst das. Nee. Aber jetzt ist er gebufft. Er springt auch nur umher. Mein Herr, würden Sie das bitte lassen? Der hirnrissigste Quark-Mob von allen. Das ist ja noch nicht mal der Einzige. Es gibt noch mehr von denen. Ja, das stimmt. Mob-Type dann eben. Ja, dann gehen wir wieder hier hoch, oder? Weil hier müsste das Leuchtfeuer direkt sein. Ja. Irgendwo da. Man bräuchte irgendwie so einen Ring, dass man seinen Koop-Partner irgendwie durch die Wände sehen könnte. Das wäre echt sinnvoll. Oh. Hast du nicht du hattest den Backstep Mana-Ring. Stimmt, ja. Könnten wir ja einen von den Backsteppen hier gleich dann. Der Mana-Pool wieder voll. Einen von wem? Wir müssten gleich noch welche sein. Ja, da vorne auf der Brücke, wo es auch zum Leuchtfeuer ging. Aber das sind drei gleich. Nicht, dass wir die kriegen. Ich kann ja zwei töten, den anderen so lange um ihn rumtanzen, bis er. Ach nee. Also, ich hab noch zwei von den Mana-Tränken, das passt schon. Aber ich sollte vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht direkt sterbe. Oder runterfällst. In Butthof. Die haben überraschend viel Schaden gemacht. Also ich bin dann gleich da in dem Leuchtfeuer. Mhm. Ja, das haben wir ja in meiner Welt letztes Mal auch schon gefunden. Das Leben ist nicht leicht. Aber du schaffst es ja bestimmt auch ohne mich. Ich hab die einfach so richtig mit Feuerbällen beworfen. Du musst dich jetzt doch schon ein bisschen entscheiden, ob du jetzt hier, was du jetzt machst, Magie oder Wunder oder Dings, ich oder? Ich nehme alles. Na gut. Ja, vor allen Dingen, weil eigentlich ist ja Pure, ist es,
Was du noch nicht gemacht hast, das Sonnenlichtspeere werfen, ne? Das stimmt, aber die können wir auch noch nicht. Ich glaube, Alex ist ein Bockwurst-Zauberer. Na, das denke ich auch. Hab ich Alex ist der Kampfmagier, Paladin, Krieger, Ritter, was weiß ich. Er multiclast auf jeden Fall hart. Mit Fernwaffen. Oh. Ja. Und zaubern natürlich. So. Also eine Zauberratte. Und komm ich jetzt Priester. Apropos Zauberratte, das neue Minecraft-Update ist draußen. Oh nein. Was gibt's denn jetzt Schönes? Kann man jetzt zaubern? Können wir die nochmal neu machen? Ne, es gibt jetzt Kupfer. Kupfer? Was bringt das? Ich hatte mal irgendwann mal einen Mod ausprobiert, der ganz viele neue Ressourcen gebracht hat. Hier lustigerweise auch in der... Noch Mann! Diesmal überlebe ich aber, weil ich mehr als 3D-Loot hab. Nice. Hab dir noch einen runtergeschickt. Das ist super. Wenn du alleine bist. Ich glaube, der ist auch tot gegangen durch den Fall. Ja, ich spring mal mit runter, ne? Ich bin der Typ, der hier unten sitzt und Estus trinkt. Ach, die Typen, ja, natürlich. Ja, die können wir auch noch killen hier. Für Vollständigkeit halber, ich brauche den Bogen zwar nicht, aber ich mag die nicht. Ich pull mal ein, ich versuch's mal, ob's geht. Ich könnte die noch mit dem Bogen anschießen. Hab auch das hier. Konnte man nicht diese Dinger eigentlich runterschießen? Ah, Bodenkippe. Brennen die eigentlich? Keine Ahnung. Ne. Also vielleicht brennen sie schon, aber sie... Sind die ziemlich fies stark, diese Asis. Und tot. Ich habe noch 28 Wurfmesser. Für dich. Oh no. Ach schön, wie die ganzen Dinger alle... Jetzt fliegen sie auf mich, ne? Aua! Das hat gerade viel mehr Schaden gemacht. Ich erzünd meine Heilung, ne? Mach mal. Ares Hut. Nice. Oh. Ein Mana, ja gut, dann... dann nicht. Trinken wir Estus. Dann nach dem da. Dann hau ich hier noch ein bisschen Mana auf den Kopf. So, heilt er mich jetzt? Ach, das Codecap auf dich. Scheint dir egal zu sein? Boah, denke ich weg. Ich bin mächtig. Zwei giftige Edelsteine, okay. Wo lang ging es hier? Ich glaube, das war nur außen rum um diese komische Steinformation. Irgendwo hier ist die Leiter, die nach oben führt zum, zum Hundeschreien. Oh Gott. Mich. Oh, nein, nein, der Assi. Da wird dafür Hunde geboten. Da werden Hunde geopfert. Wenn wir ihn nur einfach nur hart wegstaggern, macht er auch gar nichts. Ist der gleiche Assi wie eben, oder? Wir sind jetzt gerade einmal im Kreis gelaufen. Wir können da vorne auf die Brücke, da ist ein Item. Und hier ist noch ein Item bei mir. Ja, die müssen wir bei mir auch nochmal raussuchen. Da ist ein Hundi. Ist das ein... Ne, das ist kein Hundi, das ist ein normaler 0,15 Gegner hier, der ist halt plus 4 beinig. Oh, das Kotwesen. Was sind Hundis? Ja, okay, war also hier nicht um... Gleiche Viecher wie eben. Ist nicht so effektiv gegen die. Ich hab vor allen Dingen immer noch diese Ast... Was? Die können mich durch den Boden hauen. Warum überrascht mich das eigentlich? Das ging bis jetzt, glaube ich, in jedem Dark Souls-Teil, dass die Gegner dich durch alles durchhauen können, aber du ein saftiges Klonk machst, wenn du versuchst, irgendwo gegen zu hauen. Oh, das Großschwert. Das habe ich, glaube ich. Toll, toll, toll. Da kommt noch ein Typ rechts von dir. Okay, Zeit für Heilung, hm? No. Oh, das hätte mich sogar vollgehalten. Voll. Das ist wirklich noch too bad. Da ist die Suppe vor mir. Und links waren noch Items. Wir müssen schwer vergiftet ist ja ein Elend hier. Da kann man. Nee, mein Bogen kann kein mein Schwert kann kein Quickscape. Und vergiftet. Da vorne müsste die Leiter sein. Was ist hier noch? Da ist die Brücke. Da fällt man runter. Hinter uns läuft irgendwas. So ein Nerver. Das ist toll. Hey. Ich muss mal diese Fackel in den wegrüsten. Ich habe die andere in der Hand. Die ist halt totaler Quatsch eigentlich gerade. Ja. Das liegt neben der Suppe. Scheiße. Die Suppe liegt der Sonnenlicht-Talisman. Oh, ist der besser als meiner.
Der macht mehr Schaden mit Wundern, aber dafür weniger mit den Dunkeldingern. Okay. Das ist halt alles so. Ob nicht, dass das geht. Wolfsblut hat... Grasklinge, das ist das Eid-Ding. Ah, hier sind Schnecken, hier ist die Leiter. Ah. Schnecken. Die längste Leiter der Welt übrigens. Da geht's doch auch hoch zum Dings, dann können wir den Dämonen oben schnell boxen. Ja, warte mal, kommen wir nochmal wieder runter. Hier unten ist auch noch, hier liegt noch so eine Knochenscherbe, die du vielleicht haben möchtest. Wenn ich mich recht entsinne. Hier ist drin mit den ganzen Schnecken. Hm. Hier ist noch eine Schnecke. Klingt fast so, als wenn ihr Factory spielt. Ich bin so ein Combat Mage jetzt hier. Ich heile dich einfach, während du die Schnecken boxst. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mich hochheile, weil ich die Schnecken umhaue wegen diesem Ring. Stein und Totenknochensplitter. Ja, check. Oh, ja, da genau. Ist jetzt eine Feuerchen ist an, zwei Feuerchen sind an. Ja, da hinten ist noch so eine Brücke. Ich weiß nicht, was da wir oben drauf liegt. Wir können auch den Rest hier noch machen. Schnell. Ja. Wir müssen dann zum Leuchtfeuer. Das ist das letzte, oder? Das heißt, nee, das ist das, wo wir gerade waren. Das heißt, wir können hier noch den Bogen machen. Ja, gut, das ist schon mal ein Item geradeaus. Gut, dass du die Orientierung hast. Da hinten ist das so ein komischer Typ mit so einem... Ah, nee, ja, das ist der, der immer rumläuft. Das ist das dritte Leuchtfeuer bei dem. Das Gebiet kenne ich noch recht gut, da war ich etwas öfter. Tschüss. In dem Gebiet hier. Echt? Ich habe das hier... Das gehört zu diesen Abschnitten, die ich versucht habe, ganz schnell hinter mich zu bringen. Verständlich. Weil ich habe so Schandstadt-PTSDs, wo ich mich lange Zeit verlaufen habe. Ah, die gute Bleitown. Und seitdem auch nie wieder gespielt habe, weil die kann man ja komplett überspringen zum Glück. Was, naja, so halb, wow. Aber. Au. Ja. Mein Herz, die sind tot. Ist mir aufgefallen. Bin ja noch weggerollt vor den Totenköpfen, dann macht es ja Sinn, dass die einen trotzdem treffen. Er musste in die reinrennen und Iframes ausnutzen. Ja, ich hau mir einfach nochmal so ein Ding rein, ne? Wir haben ja ich hab 37 Stück, whatever. Ja, dann machen wir da jetzt einfach zu Ende, dann haben wir das Wissen hier mal ein Stück. Also mein Zeichen steht auch, ich... Wäre nur gerade bei dann. Ich hab's nur gehört, aber wo hast du denn gelegt? Außerhalb der Tür? Die Tür und die Treppe hoch. Die Richtung. Da wo es gerade quasi auch lag. Aber nicht auf der Brücke. Da. Lag unter den Steinen, man hat es nur gesehen, wenn man drauf gelaufen ist. Ah, so bin ich. Sneaky. Was ist das für eine andere Welt? Das Phantom beschworen. Schön. Hi. Hallo. Ich hätte vielleicht schnell die Knochensplitter mir holen sollen, während wir... Ach, egal. Weil dann hätte ich die... Wie habe ich die ja nicht übersehen? Ja, ich habe die übersehen, weil wir letztes Mal gar nicht hier weitergerannt sind. Wir haben ja nur das Leuchtfeuer gemacht und haben dann aufgehört. So, dann einmal nach da. Das ist wieder der Assi, aber den brauchen wir eigentlich nicht nochmal. Wir müssen eigentlich noch zu der Leiter, ne? Der andere. Zur Leiter müssen wir auch noch, aber da vorne liegen meine Seelen. Oh, Schnecken. Du hast ja einen Schnecke gar nicht getötet. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Drei. Aua! Aua! Ich bin vergiftet! Oh nein! Oh no! Macht das Gift eigentlich in New Game Plus mehr Schaden? Weiß das nicht. Weil das ist. Legst du den Drollo kurz ab, dann hole ich mir eben meine Seelen wieder. Und doch eine Menge. Ich. Ich hab 19.000 bei, okay, aber ich verliere die auch nicht mehr. What? What? Nee, der macht so eine komische AOE-Explosion. Habt ihr mal was? Ja, bevor ich da so kommt, Totenköpfe. Also ich glaube, was dich getötet hat, waren diese Totenköpfe, waren die Explosionen, die er macht. Weil er hat gerade irgendein Ding... Ich hab auf jeden Fall die Totenköpfe gekillt, aber ja, das macht er auch, wo diese, die, sein Baumstumpf, der so in den Boden rammt und dann zieht er ihn wieder raus und dann... Ja, aber ich kenne das nicht nur... Ich kenne das eigentlich nur, dass er den Baumstamm auf den Boden haut und dann kommen da halt ganz viele Köpfe raus und nicht so.
So, die müsste das letzte Feuer sein. Da ist noch einer, rechts von uns, so ein dicker Bert, aber den können wir hier auf der Treppe killen. Ist ein bisschen einfacher, hier kann man nämlich sich bewegen. Ich rolle so schnell ich kann. Ja, ich sehe das. Ich glaube, er ist sauer. Wirklich? High Frames. Kaputt. Na gut. Und Feuer. Haben wir das schon? Ne, das haben wir noch nicht, oder? Ne, ja, das ist das letzte, ja. Jödi. Bla bla bla, dumme Cutscene. So. Hier gibt's halt, das ist halt so unübersichtlich, dieser Scheiß, weil auch alles gleich aussieht, dass man überhaupt nicht weiß, wo man schon war. Ah, ne, nur aber, das ist, du kannst ja, Moment, ich hab da die absolute Allzweckwaffe für dich. Ja, true. Okay, da vorne auf dem Hügel sind noch zwei Items und links davon. Ja, nee, die das hier auf dem Hügel ist, oh, aber wenn er. Ah, nee, Hazel. Hm. Ja, der ist doch gleich da vorne, oder? Ja, ja, da ist er. Ja, es wäre cool, wenn wir den auf dem Festland umhauen können. Alter. Yo. Okay, ich muss erstmal hier. Ja, ich seh das. Alter, Hazel, beruhige dich. Er will auch nicht gebacksteppt werden, also verständlich. Ja, so ein Fluch wie. Ja, ja, du machst das schon. Ich hab die. Ja, ich. Guck mir das eben mal an. Bitte, hör nicht rumkotzen. Aua. Ich glaube, mit dem Zauber habe ich tatsächlich mal gespielt. Mit diesem. Dem Zeug da halt auf jeden Fall. Jetzt wird zurückgeschossen. Kann den NPCs eigentlich das Mana ausgehen? Vielleicht. Warum eigentlich mal ich? Endlich. Er ist schon so ein Nerv, aber er gibt 7000 Seelen und ein Estus Reset. Von daher. Na, zwei. Den brauche ich aber auch. Naja, ich habe nur einen Estus, das reicht aber für die restliche Reise hier durchs Festfeld. Hier kommen wir zu diesen komischen Pilzen. Hinter der Ecke. Kommen Sie? Pilze. Da hinten sind auf jeden Fall noch die Basilisken. Ja, hier waren ja auch schon zwei. Oder ist noch so ein dicker Udo? Ja, das sind wir jetzt nämlich einmal im Kreis, weil das ist hier ist doch das Ding, wenn du vom Leuchtfeuer rechts abbiegst. Glaube ich. Ja, okay, dann ist es falsch hier, was ich gesagt habe. Hier ist nicht das mit den Pilzen. Okay, hier sind noch Schnecken. Na, die Pilze sind doch, wenn du hochgehst, wenn du quasi durchs Tor. Ja, die Kante, die du da gesehen hast, ist glaube ich auch erst nach dem Tor, wenn du nochmal quasi einmal zurück. Da ist ein Item. Ja, toll. Ja, bringt dir nicht so viel, ich weiß. Irgendwo gibt's ja auch noch eine Höhle. Oh, das namenlose Ritter-Set. Nicht der gefallene Ritter und wie heißt der andere? Ja, bestimmt ein Name. Ja. Hat schon gepasst. Ja, dann müssen wir darüber jetzt meine Blickrichtung. Ah, nee, da ist, guck mal, da sind die. Nee, das sind die Schnecken vor der Leiter. Wo ist denn der Spot mit dem mit den Pilzen? Weil da gibt's noch ein paar Wunder, glaube ich. Komm mal nochmal zu mir, bitte. Ja. Oh, hier ist, ah ne, das ist nur die Suppe da, aber die muss ich jetzt mal kurz holen, weil die verwirrt mich immer, wenn die dann noch blinkt. Ja, ich würde die auch gerne trinken. Diese Suppe. Wer kommt? Direkt nach Suppe. So. Hm. Steht hier auch Suppe? Ja. Hurra für Suppe. Aber nicht Vorsicht vor Suppe! Enttäuscht. Kommen die Schnecken, oder? Bin ich gerade. Sind wir nicht vor 3 Sekunden hier lang gelaufen? Keine Ahnung, hier sieht alles gleich aus. Bräuchte noch mal diese Diakone. Bei denen konnte ich mich mal gut gegenheilen. Ich hab sowas hier noch mal. So eine Heilungsgedenksel. Na, das ist. Hast du Glaube gelevelt? Ich hab einen besseren Talisman jetzt, ich hab so einen anderen Gedenksel. Außerdem ist es die moderate Heilung, die ist wohl irgendwie besser. Brauche mehr Mana. Ah, da oben ist noch ein Item offen. Ich muss mich halt erstmal umgucken, wo wir jetzt hin müssen. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Aber wenn wir zum Startpunkt zurückkommen. Weiß ich nicht, ob wir das tatsächlich tun. Sind wir noch mal Hunde? Das ist das Ding gegenüber, weil auf dem anderen, auf dieser anderen angebrochenen Brücke hier müsste das Großschwert liegen. Lila Muskel. Ach, guck mal, da vorne ist der Ausgang. Der Eingang. Kommen Sie mit. Folgen Sie mir. Oh, kein Fahrschein genommen. Davor. Hier ist.
Ja, genau, doch. Hangar, genau, weil da ist nämlich dieser umgekippte Glockenturm. Mhm. Und hallo, Steff. Der ist ja ein Marker quasi. Zu unserer Rechten sehen Sie Schnecken. Ja. Kann ich jetzt bitte mal wieder normal laufen hier? Jawohl. Findest du einfach rum, doof ich rumrollern, nicht jetzt normales Laufen? Jetzt laufen wir wahrscheinlich in die Basiliskenhorde rein. Ja, genau. Hast du eine Fernwaffe und genug Munition? Ja. Ja, also ich habe überlegt, ob ich einfach mein komplettes Geld in Giftpfeile investiere, weil ich habe nämlich 25.000 Seelen, aber nur 99 Holzpfeile bei und die sind halt alle doof. Ich habe Eisenfleisch bekommen, die Pyromancy. Nice. Das war das, was dir... Nee, das hat einfach nur Rüstung erhöht, ne? Ja, das hier. Ich muss auch sagen, die Basilisken waren auch im ersten Teil irgendwie gefährlicher. Weil die vor allen Dingen in diesen komischen Baum vorkamen. Und hier ist halt fies, weil du dich nicht wirklich bewegen kannst. Ja, aber das ich hab recht viel Ausdauer und ich kann ja immer rollen, ne? In welchem Teil war es denn das, was ich den ganz großen Basilisken gab? Oh, ich stehe im Nebel. Im zweiten. Da wo diese Löwenwirter waren, die quasi immun gegen Magic sind. Magic Damage. Die habe ich gehasst. Mit meinen Mage-Klassen. Du hast Mage und Dark Souls 2 gespielt? War das ja gut? Ja, wenn du sobald du dieses Dark Orb hattest und du konntest den einen NPC killen im irgendwie dritten Gebiet. Der im Rolli? Den Falcon oder so, diesen Dark Händler halt. Der hat aber nur Kacke verkauft. Also hast du erst den Spell geholt, dann hast du ihn gekillt. Und dann hattest du... Ach, hier kommt man gar nicht lang. Und wo kommt man hier durch? Du alle Dinger bekommen. Dann hast du den besten Beschleuniger direkt bekommen oder den besten Hexereistab. Ah, das müsste ich nochmal testen, wenn ich das irgendwann nochmal spielen sollte, das Elend. Ich würde gleich nochmal healen, weil ich bin fast tot. Ja, also ich habe auch keine Estos mehr. Achso, du meinst dieses healen. Ja, ich bin bei dir. Ich warte immer noch darauf, dass wir irgendwie nochmal ein Estus Reset kommen. Seid jetzt aber gut. Hier müsste eine scheiß Höhle noch sein. Hier bist du tot, ja? Ja? Ja, das ist eine Leiche. Da oben ist was auf dem... Ach, hier stimmt, hier kann man irgendwie hochglitschen. Du kannst auch einfach rumrennen. Du musst nur durchs Tor und dann kommst du da... Dann musst du an irgendeiner Stelle, kannst du wieder rausrennen, dann kommst du genau da oben raus. Und die Höhle ist, glaube ich, auch hier drunter. Das ist nämlich, glaube ich, hier rechts. Da kommt man sogar hinten, wenn man beim Bossraum ist, kommt man da hin. Auf jeden Fall, die Höhle war, glaube ich, hier rechts. Da müssen wir nur den einen Basilisten hier nochmal umhauen. Komm, heil mich. Oh, fuck, das war noch. Sogar zwei. Eventuell sterbe ich gleich an. Doch nicht. Oh. Oh ja, normal laufen, übel nice. Also, ich hab auch noch Heilung, ne, wenn du noch brauchst. Wenn du ein paar Estus droppen kannst, nehme ich gern. Eigentlich. Goldene Schriftrolle, so, wunderbar. Und altertümliches Set. War das das Steinset oder was war das altertümliche? Ne, es sieht so aus wie so abgeranzte Magierrüstung. Naja. Ja. Ich liebe es, durch die Gegend zu rollen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Was liebst du? So durch die Gegend zu rollen. Dann lass uns noch diese komische Leiter hochgehen und dann... Ja. Den Waypoint zu machen, dann können wir mal kurz wechseln, weil ich habe eh keine Estos mehr. Ja, dann wahrscheinlich einmal kurz hier hoch und beim Leuchtfeuer gehst du einmal kurz weg oder sterben. Ne, wir können doch hoch zum Leuchtfeuer, wir können doch einfach den Turm hochklettern, da ist doch innen das nächste Leuchtfeuer. Fahr uns Wachhund. Achso, das geht auch nicht. Gut, ich wäre jetzt hier zu dem hier gegangen, weil das auch um die Ecke ist, aber... Das, da können wir noch hoch, weil da oben ist ja nichts. Ja, okay. Kann ich vor allem die günstige Gelegenheit nutzen. Da sind noch zwei Items, die brauche ich noch. Na egal, machen wir gleich. Ich glaube, oben gab es auch noch eine Estus-Schnee. Nicht eine Estus-Schnee, was glaube ich nicht. Irgendwas gab es oben noch, wenn du über diesen Turm einmal im Kreis quasi gerannt bist. Oh nein, nicht im Kreis rennen. Na, ich glaube, ich am besten, wenn ich mich erinnere. Da gab es auch irgendwie noch so ein. Da gab noch eine unsichtbare Wand, glaube ich. Oh, diese Leute. Ja, wieso kostet die gar nicht? Hatte die irgendwie höher? Nein, oh. Ich scoute mal kurz vor und ich dachte mich hier links oder rechts war das. Tun sie. Ich kann es noch einmal healen, wenn du möchtest. Ja, nö, ich hab reichlich. Okay, ich hier war eine unsichtbare Wand, glaube ich. Ja. Wo war das denn?
Ja, nett. Funkeltitanit, danke. Ich hab's so, glaube ich. Nee. Nee. Ich dachte, das war hier. Ich glaube, hier war. Ja. Ja, hier ist so, hier steht eine Notiz. Ja. Also, ich kann ja unsichtbar, wenn ich gar nicht auslöse. Genau, das war nämlich das Item, was da drin war. Asche eines Traumjägers. Halt, bleiben Sie stehen. Kommen Sie schnell zurück. Was? Meinst du, wir schaffen es ohne Estus, den großen Dämon auf der Treppe umzulegen? Ja, bestimmt, oder? Du kannst doch im Kreis rennen und ich werfe ihn mit Feuerbällen oder so. So ein Scheiß. Upp. Hallo, Hundi. Ist ein guter Hund. Bestimmt. Mein Schwert ist schon ganz schön kaputt. Das ist ja ein Elend. Die Gastfeder deines Stuhls hat den Geist aufgegeben. Das ist ja schön. Das Elend kenne ich. Wenn die Gastdruckfeder nachlässt. Was hast du denn nicht für einen Beruf? Du hast irgendwas generischen oder hast du tatsächlich irgendwas Ausgesuchtes? Office, so einen normalen Office-Chair, den habe ich dann gekauft bei. Möbelutz? Ich weiß echt nicht mehr, wo ich den gekauft habe. Ich weiß, dass zum Beispiel. Bei uns in der Nähe. Ich weiß zum Beispiel, dass Freddy hat einen relativ fancy, der hat irgendwie so ein Secret Labs, irgendwas hat er mal als stolz erzählt. Ich habe ja auch so ein. Das ist das Ding, was Fabi hat, so ein Maxonomic. Der an sich ganz voll okay ist, nur dass das irgendwie langsam sich der Belag abflattert. Und das fängt wiederum nicht so geil. Man fängt auch schon so an zu knarzen hier, diese Federung. Ich weiß nicht, ob es die Gasdruckfeder ist, ich kenne mich da nicht aus, aber. Ja, die kannst du ja bei einem Maxonomiker tatsächlich sogar nachbestellen, was halt wesentlich billiger ist, als den kompletten Stuhl zu setzen. Aber dass sich halt das Sitzbett auflöst, ist halt nicht so geil. Konnte der irgendwas Tolles, außer feuerimmun zu sein? Ja, springen und das da. Hab keine Ausdauer mehr. Oh. Lebe ich noch? Ich lebe noch! Ich kann dich healen. Gut, dass ich so tanky bin. Das stellt übrigens eigentlich wirklich so ein bisschen in Frage, was das eigentlich für ein Bild sein sollte, ich hier spiele. Ich bin mega tanky, spiele aber mit Dolch. Ja. Jo. Kannst ja immer noch rumskillen. So, eine Glut und. So, und wo kommt man doch hier noch rüber oder runter? Die Großaxt, ja. Andere Seite der Brücke, Glut. Genau, du musstest da irgendwie an der Seite runterspringen oder so, irgendwie war das doch hier so. Ja. Jetzt ist da das Mana aus für noch eine Heilung. Na, bedauerlich. Du musst jetzt mit diesem Lifepool arbeiten, den du zur Verfügung hast. Ja, ich suche immer noch einen guten vierten Ring, dann hau ich diesen Pontiff's Eye weg, weil so richtig geil ist der nicht. Das ist ein also erstes Ring. Den habe ich ja auch drin. Also, was habe ich gerade drin? Ich habe den Chlorant, ich habe den Estus-Ring, Flints-Ring, Chloranti-Ring und den Hohepriesters linke Auge drin. Hm. Und der Hohepriesters linke Auge, zum Beispiel in diesem Diakonenkampf, war der mega gut. Der habe ich die ganze Zeit auf Full-Life gehalten. Aber das klappt halt auch nur, wenn du viele Gegner hast, weil der zählt halt die Hits, die du machst. Du brauchst halt irgendwelche Gegner, bei denen du sinnlos in die Menge. Da müssen wir, glaube ich, jetzt zusammenarbeiten. Echsen. Ja, das Problem ist, dass du die andere Echse triggerst, während du der ersten hinterher rennst, aber. Echse! Ist das hier eigentlich ein richtiger Drache oder nur ein Wurm? So zwei große Titanitscherben, das ist schon mal sehr gut. Da oben ist noch eine Hexe. Drachenwappenschild, Wo müssten hier noch welche Zombies rumstehen? Und der Blitzspeer, ja moin. Ja, da bei dir oben. Drachenwappenschild, was konnte das nochmal? 100% Feuerschutz? Oh, das ist ziemlich gut gegen Feuer. Okay, dann habe ich jetzt zwei Schilde. Eins ist gut gegen Dunkelheit, eins ist gut gegen Feuer. Vielleicht tot, oder? Das ist im Kampf gegen Media sehr wichtig. Das weißt du nicht, wer Media ist, aber ich sag dir, Media kann viel mit Feuer. Klingt nach Drache dann. Ja, und das ist einer der längsten Gegner überhaupt, weil wenn du nur auf Nahkampf spielst, ist er ziemlich hart und musst ihn ganz gut choreografieren. Aber als Magier ist er einer der einfachsten Gegner ever. Weil du kannst ihn schießen bis zum Gehtnichtmehr. Waffe in Gefahr. Hey, ich hab ein Estus gekriegt. Wuhu, wir können weitermachen. Nice. Ich nicht. Ja, aber meine Waffe ist in Gefahr. So lange treiben wir das hier schon. Und hier war das gerade Bruchschwert. Das hat sich richtig gelohnt. Geil. Ja, hallo. Ja. Aber dafür haben wir jetzt das Ding hier komplett einmal durchgejodelt. Oh no, nicht Based Monkey. Oh, ich bin runtergefallen. Trottel. Na, da trifft er ja gut. Dann können wir auf meine Welt wechseln. Beschwöre ich dich. Ich würde, glaube ich, noch kurz meine Seelen holen.
Weil es waren fast 50.000 da oben. Ach so, brauchst du mich dazu, oder kann ich das für ein Zeit im Feuerband schreien, ob ich einen Unsinn machen? Du kannst Kacke machen gehen, wenn du möchtest. Ich geh mal kurz die holen. Oben. Okay. Ach, meiner wird es mein Schwert ist auch fast kaputt. Ey, da muss man mal auch drauf achten, wenn man sich irgendwie mehrfach hintereinander beschwören lässt. Kann die halt echt schnell. Das Weltenschwert. Das Weltenschwert? Oh, hier lief gerade so ein. Es gibt immer diese weißen Geister, die so rumlaufen, was andere Spieler gemacht haben. Hier lief einer rum, der hatte so eine Rüstung an, dass der fast aussah, als wäre das ein echter Gegner. Jedenfalls habe ich ihn erstmal versucht zu verprügeln. Ja, das gibt's glaube ich in Dark Souls 3 gar nicht. Weil ich erinnere mich immer wieder mit Schrecken daran, wie ich mich in Dark Souls 2 ganz schön verjackt habe, als diese Geister auf einmal angefangen haben, irgendwie mit ihrer Armbrust auf mich zu schießen. Achso, diese wirklich fast unsichtbaren. Ja. Das geht auch so ein Quatsch. Ja, das war ja dieser Nebelwald, wo du eh nichts gesehen hast, wo du nur irgendwo runter droppen musstest und dann gab's da diesen komischen Altar. Ja, von dem Typ ohne Kopf, der gute Vengal. Ja, genau, dieser eine Händler, der sich gar nicht bewegen konnte, der irgendwie, weiß nicht. Irgendwie so war das. Meine Erinnerungen sind, wie bereits erwähnt, ein bisschen dünn. Blurry. Ja, es ist halt auch mittlerweile 5 Jahre her. Ich habe das 2016, glaube ich, gespielt. Nach Dark Souls 3, lustigerweise. Frischen wir doch mal auf. Oh ja. So. Es gibt irgendwie noch diese Quest mit diesen einen Typen, der auch der Drache werden wollte. Wie war denn das? Der dich denn da, wo die Pharaons Wächter sind, duelliert. Na, ich hab komplett vergessen, wo das war. Oder wer das war von denen. Hans-Jürgen, der Schreckliche. Ja, gewiss, Hans-Jürgen. Hey, Patches ist noch da. Grüß dich, Patches. Hau ich meine auf die Gosch. Nee, ich möchte bei ihm Giftpfeile einkaufen, aber er hat keine mehr. Hä? Doch, natürlich hat er noch Giftpfeile. Soll ich mal nicht geschafft, den einfachsten Sprung der Welt nicht zu verkacken? Warte mal, er hat den pariert durch. Oh, den nehmen wir doch mal mit. Der hat doch die schwarzen Seilfeuerbomben und ich glaube, die brauchst du als Tausch für irgendeinen Gegenstand, aber ich weiß es nicht. Und du kannst bei ihm Abfall kaufen. Keine Ahnung warum. So. Thanks, good cop. Ich habe 35.000 Seelen jetzt Giftpfeile gekauft. Das sollte jetzt hoffentlich erstmal reichen. Also 35.000? Ja. Okay. Alles, was ich hatte. Na gut, dann gehe ich jetzt mal auch da kurz hin und löse mal diese Schriftrolle ein. Mal gucken, was ich so finde für. Ja, aber ich bin mit der Level 48 und wir wollten doch ein bisschen mit dem Level nicht komplett ausrasten. Ach so, ja, stimmt. Ich bin bei 45. Aber ich habe auch noch eine Menge Seelen, also baue ich mir mal. Aber mir kostet das Level Up kostet ja 12.000, das ist ja insofern. Ich mache mal 3 Levels rein. Bin ich Level 48, dann passt das ja. Ich renne mal dabei hier ein bisschen am Schrein rum, guck mal. Die Asche kannst du auch noch abgeben bei Madame. Die habe ich ja nicht. Stimmt, die hast du noch nicht, ja. True. Ja. Ich werde jetzt doch Level 49, weil ich habe noch Aushöhlung. Jawohl. Also jetzt verseuchter Nebel, Lichtschein. Reparieren. Verborgene Waffe, verborgene Leiche. Whatever. Das sind halt so richtige Pen-and-Paper-Zaubersprüche, ne? Niemals, nie würde die irgendwer mitnehmen. Neutralisiert Fallschadensquell. Der lustige Dingsbums hier. Der Nebel ist übrigens, mit dem kann man einige Sachen schießen. Gerade so Sachen, die irgendwie wie dämlich an der Wand ranrennen. Okay. Kohle hergeben, so, das wollte ich doch auch noch machen. Ja. Waffe durchwirken, was kannst du jetzt, mein Freund? Giftig. Meh. Giftig wäre vielleicht was für dich. Abgründig, da macht es nur mehr Dunkelschaden. Dann geht der Base Damage aber. Nee, naja, das einzig Wahre mit Dolch ist, glaube ich, Bluten, aber da müsste ich halt auf Glück spielen, glaube ich. Irgendwie so war das. Ah, für PvE ist es eh total egal. Segnet hat das Faith Scaling. Ja. Hurra. Das kann ich doch mal machen, oder? Ich habe nur einen davon. Nee. Hä, warum habe ich... Achso, ich habe ihn die Asche letztes Mal schon gegeben.
Ich kann doch auch einfach die wieder drüber verzaubern, oder? Weil dann mache ich das Ding jetzt einfach. Das ist nicht dauerhaft. Ich das jetzt einfach abgründig. Oder ich mache das mal feurig, davon habe ich eh 3, das Langschwert. Dann macht es ein bisschen mehr Bums, dann. Auch giftig. Schon nicht verkehrt. Das giftig nimmt noch nicht mal das Scaling runter. Doch. Hä, warte mal, dass das Ding giftig ist, wird das E-Scaling zu E-Scaling, das C-Scaling wird zu C-Scaling, aber man macht 40 Giftschaden. Aber es macht dann trotzdem insgesamt weniger Schaden. Warum das denn? Echteres Scaling. Da bist du noch mal C. Unterkategorisiert. Ja, das ist ein bisschen. Achso, weil es dann 0,3 C weniger hat, oder was? Ganz genau. Ja, giftig ist halt, aber keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwie gut ist, weil du willst ja, du tötest ja eh fast jeden Mob mit 3 Hits. Und bei Bossen ist es auch nicht so relevant. Das ist totaler Quatsch, weil das Bluten macht dir ja instant irgendwie so einen Bumm-Schaden und das. Ja. Wild ist ja eigentlich das, was du willst. Und nicht diesen Quatsch. Habe ich jetzt alles gemacht, was ich am Feuerband machen kann? Ach ja, warte, ich kann noch zum Baum laufen. Der Baum. Nicht der Baum. Doch, okay, der Baum. Ich gehe mal zu Ruinen der Feste und warte da mal auf dich und leg da schon mal mein Symbol. Ja, ich rolle in der Zwischenzeit in den Nebel. Eine ehrenwerte Aufgabe. Dieses Spiel liegt auf einer SSD. Ich habe 10, ich habe 10. Ja, weil du noch oben eine Scherbe gefunden hast, oder? Nee, unten, ganz am Anfang war die. Sogar. Ja, ich falle bestimmt noch rüber. Lieber Baum, würdest du bitte mit mir reden? Du musst vorne an die. Genau, da. Ja. Lieb. Oh, ich habe ja noch ein neues Spielzeug gekauft. Oha, hört, hört. Ja. Oh ja, dann ist das jetzt so. Hau dir meine Glut rein. Hast du erstmal einen Estus genommen? Leg die doch in diese Schnellleiste, wenn du Escape drückst oder Start ist es vermutlich. Da habe ich auch das Estus-Symbol hingelegt, statt diesem Useless-Kack, der da rumliegt. Ja, ansonsten gibt es eigentlich das nicht, was ich da reinpacken möchte. Naja, was ist das? So. Das Finsterzeichen ist doch auch kompletter Scheiß. Na, es ist halt ein, wenn du gerade keine Seelen hast, ist das ein veritabler Heimatknochen. Oder hat das noch irgendwelche anderen Nachteile? Nö. Aber ich benutze es nie, ich habe nie keine Seelen. Selbst wenn ich 10 hätte, wäre ich zu geizig, die auszugeben für diesen Quark. Ja, ich muss noch mal eine Sekunde noch mal kurz zurück zum Feuerbandschrein. Weil ich habe ja gerade erzählt, dass ich noch die Knochensplitter verbrennen möchte. Ja, dann bin ich durch meinen total überraschenden und plötzlichen Tod, habe ich das leider vergessen. Ja. Die habe ich ja extra gerade schon mal noch mal schnell in meiner Welt schon mal alleine gesammelt. Das ist mir echt ein Rätsel, warum der Feuerbandschrein nicht so lange in die Außenwelt da lädt. Ich meine, das Spiel liegt auf einer SSD und wenn ich hier schnell reise, geht es innerhalb von Sekunden. Ahnung. Aber Hauptsache die komische Nebelwand ist 1000 Jahre da. Die ist bei mir auch immer ewig da, ich weiß auch nicht wieso. Ich höre etwas. Ah ja. Doofbert. That's me. Yay. Gucken, wie mein Flammenschwert ist. Ich habe da 3 super Versuchsobjekte für dich. Die da vorne? Oh, für die habe ich noch eine Spezialüberraschung. Oha. Warum bist du eigentlich so fett? Weiß ich nicht. Ich habe schwere Knochen. Mhm. Das ist Fettshaming hier. Ich zeig's dir gleich. So, bist du schon, was du dem Gesundheitssystem kostest? Sonst haben wir heute kannst mit deinem Stab da. Attacko! Das habe ich auch mal probiert und das ist leider kacke. Das klingt irgendwie von der Grundidee, klingt das total cool, dieses. 190 AOE? Ja, aber das ist. Na gut, das, wenn du den AOE-Wert siehst, dann ist es vielleicht wirklich ganz gut, aber ich habe das halt immer so als Waffe in Einzelkampf gesehen, was halt ein Schwert ist. Ich meine, das ist auch nicht die Range von anderen Spells. So, normalerweise würde ich halt viel weiter wegstehen und jemanden mit 2 Seelenfallen beschießen, zum Beispiel. Na, das kostet dafür relativ wenig Mana, da kannst du echt lange rumhauen mit. Hier ist perfekt halt. Gegen die Spinner. Ja, mach mal. Ja, leider sind sie alle nicht tot, ne? Nö. Also, sie waren alle low. Jetzt habe ich trotzdem noch einen so viel getroffen. Ah, hier, yay. So, ich sehe Items am Horizont. Ich folge einfach.
müssen wir dir das dritte Feuer noch machen. Das heißt, wir müssen die zwei dicken Typen da im Sumpf boxen. Ja, hier ist ein kleines Nietzsche. Oh, wie gut ist diese Waffe jetzt? Holy shit. Ich sehe, du hast deine Zeit. Achso, weil die Feuer-Upgrades. Ja. Ja, ich glaube, die sumpfigen Viecher sind da durchaus empfindlich für. Guck jetzt an. Oh, die ist mit zwei Hits um. Ich glaube, drei. Na, geht's halt. Ja, mir mangelt es irgendwie an Titanitscherben und ich habe auch noch nicht das Sonnenlicht-Tasman, den brauche ich gar nicht. Und hier auch eine Suppe. Suppe, Suppe. Na gut, dann müssen wir mal die dicken Typen hier umhauen. Mhm. Oh, er steht gerade Festland. Ja, komm her, komm her. Und wie schnell er hier durch diesen komischen Sumpf einfach noch rennen kann. Hat große Beine. Das ist keine Ausrede. Au, au, au. Aua. Hochrennen war da vorne, ne? Also das vorne rechts. Ist auch der Dick Wanz rechts. Den können wir wieder auf der Treppe da machen. Oh, hier waren. Ja, wir müssen. Wir müssten noch von. Wir müssten noch von Hazel versiert werden. Okay. Ich glaube, zum erfolgreichen Bogenschießen brauche ich glaube ich noch einen Ring, ne? Weiß gar nicht. Okay. Ja, das meinte ich von, das hat er bei mir auch gemacht, wo er diesen komischen Bodenschlag da getan hat. Nee, für den übel. Zack, stark. Ja, das ist ja überhaupt ja kein Problem. Ja. Ich renne mal zurück zum Feuer. Ach, da oben noch schnell, wie du willst. Nein, ich hol dich jetzt. Ich laufe die Slope runter, also quasi. Welche Richtung sind wir gegangen? Wir sind nach rechts, glaube ich. Also sind wir bei dem Schneckenturm, da ist ja dieser Aufgang, diese super lange. Ja. Abzerbrochene Brücke da unten quasi am Fuß dieser Brücke, denke ich's. Hm. Nee, das ist. Boah, jetzt schon diese Flügel, um was, um Bodeneffekte zu ignorieren. Da der Brücke liegt auch noch was. Hier gibt's schon viel Stuff. Ja, meist davon ist ja absolut wert. So, ja, hier genau, der Fuß. Wo du stehst, ja. Oh, perfekt! Stand wirklich genau drauf. Ja. Ich meine, das meiste sind ja nur irgendwelche Titanitscherben hier. Kleine Titanitscherben vor allem, nicht nur wie gute. Man will es ja auch nicht liegen lassen, ne? Ich meine, ich muss halt zwei. Das ist die andere Richtung, aber da können wir auch noch hin. Da muss ich bei mir auch noch hin. Da warst du noch gar nicht. Nee, da ist hinten noch so eine Ecke mit ein paar Items. Da ist auch, ja, glaube ich, Schlamm und das. Ah, da ist so eine dicke Krabbe, genau. Ja, ja, stimmt, hier liegt einige, den lassen das schon. Ja, das ist aber hier nicht so das geilste Krabbenbekämpfungsgebiet. Bro. Oh. Leben Sie, Mr. Bernhard? Oh no. Erstaunlich resistent ist viel. Ah, mit der Kraft der Freundschaft, ich meine natürlich überlegenen Feuerpower schaffen auch wir das. Guck mal, da hat der Riese hingeschossen. Ja, weil hier ist ja der komische weiße Baum. Ja. Und seine Ziele. Was gab's da so? Es gibt hier einen Ring des stillen Drachen oder irgendwie so. Und tonnenweise Seelen. Mhm. Krone von Dusk? Oh, die brauchst du. Ja, ja, das ist das magische Item, stimmt. Die gibt's ja hier auch noch. Boah, wenn wir hier lang laufen, kommen wir, glaube ich, zu den Pilzwesen. Lass mal kurz hier gucken, was hier noch gibt. Ich rolle. Das ist so dumm. Sieht auch kaum behindert aus. Ja, hier gar nicht. Die Pilze. Genau, hier ist die Ecke. Okay, es könnte wieder sein, dass ich hier noch nie war. Ich glaube, ich war hier echt noch nie, weil das sind ja die. Hier kenne ich mich echt. Also, ich weiß, was es hier gibt. Ich weiß immer nicht, wie man da hinkommt. Weil das so schwer ist, sich zu orientieren in diesem Kotloch. Ich glaube, hier war ich noch nie. Weil das sind ja die Pilze aus dem ersten. Ja, Schloss voll der Weisen. Sehr gut. Doch, ich muss hier mal gewesen sein, weil ich hab Mage One. Doch, hier lag Schloss voll der Weisen. Hier war ich noch nicht. Dann gibt's hier noch eine. Brauche ich die auch noch? Was? Es gibt zwei Schriftrollen der Weisen? Also, offensichtlich, weil ich habe, glaube ich, vorhin eine abgegeben. Es sei denn, ich habe mich. Vertan. Ja, die haben wir vielleicht schon mal gucken, aber guck mal, hier sind die drei. Hier sind die drei, genau, von der Tankstelle. Nicht Makario. Und ja, lass mal zurücklaufen, oder? Ja. Und die drei von der Tanke haben wir ja schon mal gelegt. Die mussten jetzt hier nochmal sein, ja. Sehe ich genauso.
Weil einer von denen hatte den Fachraumbogen. Und ich muss hier auf jeden Fall mal gewesen sein, weil ich in meinen Mage ran hatte ich auf jeden Fall alle Zauber, die es gibt. Und die Krone von Dusk. Ja, die war ja auch total wichtig dafür. Macht die nicht so, dass du sogar mehr Schaden nimmst? Kann sein, ich weiß nicht mehr, was die konnte. Ich höre... Ah, entweder. Was hat er denn für lustige Fall? Der hat das, möchte uns vielleicht auf dem Festland treffen. Was ist der Pfeil vom Dings-Typ? Was ist der Pfeil vom Riesen? Ich weiß nicht. Das war so ein ganz kleiner Fall, der hat so eine Explosion gemacht. Ja, er steht oben am Feuer und hat einen Great Bow in der Hand. Und der ist unsichtbar übrigens, das ist noch besser. Wieder ein ganz lustiger. Okay. Das ist wieder so ein Endequipter Spacko. Fängt er an, wieder übel rumzunerven. Boah, ist das lästig. Ich frage mich, wie viel Pfeile ich brauche, bis er vergiftet ist. Ja, dann nimmt er halt einfach ein Heal-Dings, weil das hat er gerade schon gemacht. Ja, der war daneben, mein Freund. Vergiftung, och! Kann er eigentlich vergiftet werden? Oh. Es ist ein bisschen anstrengend hier mit Kollege Schnürschuh. Ist das ein Spaß? Ja, dann werde ich wohl mal hier einschneidende Maßnahmen machen. Ah. Das regt ihn bestimmt auf, das finde ich gut. Meinst du, das war unehrenhaft, alter Vieren? Ja. Wir werden auch nie von Leuten irgendwie mit realistischem Equipment basiert, die irgendwie nicht einen Großbogen haben. Der vorhin. Wie heißt der? Ach, der von K-Pop, der K-Pop-Pirater. Ja, genau, weil der hatte halt normale Waffen und der hat auch noch Schaden bekommen. Du hast ihm zwei Hits gedrückt und man hat schon gesehen, wie seine Lifebar halt wirklich signifikant gesunken ist. Und dem haben, hast du jetzt keine Ahnung, wie viele Dolch-Hits verpasst, sonst hat den halt überhaupt nicht gejuckt. Dass der war wieder Endgame-equipped oder also so ein spezieller PvP-Charakter oder so. Ja, gut, das Problem ist halt, dass ich von PvP keine Ahnung habe, dass ich schlecht in Soulsborne-Spielen bin. Und dann hat der Typ noch geleckt wie sonst. Er stand halt vor mir, auf einmal hat er mich gebacksteppt. Mit Nothing Personal Kit. Ja, klar, das ist natürlich. Mit seinem scheiß Schnurrbart. Da krieg ich Hass!